Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht. Egal, ob Sie neu mit dem Thema additive Fertigung beginnen wollen oder 3D-Druck, oder vielleicht sind Sie sogar schon erfahrener Anwender, 3D-Druck-Dienstleister, Hersteller oder Zubehörlieferant, weil, und das wissen Sie, es geht immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil diese Podcast-Folge den Titel trägt: Warum 3D-Druck-Technologie-Vergleiche nichts bringen. Sie haben sich vielleicht auch selber schon mal ein paar Gedanken darüber gemacht, kaufe ich mir diese additive Fertigungsanlage oder den 3D-Drucker von dem Hersteller oder mit jeder Technologie oder mit den Materialien oder mit den Funktionen. Und Sie waren vielleicht auf der Formnext-Messe und haben sich diese Technologien entsprechend angeguckt. Sie haben die einzelnen Features der 3D-Drucker vielleicht auch herausgefunden oder die wurden Ihnen auf der Messe auch toll erklärt. Aber Sie sind an dem Punkt, dass Sie sagen, und da möchte ich jetzt einfach mal ein paar Namen nennen, dass Sie sagen, kaufe ich mir jetzt einen Ultimaker oder eine Keyence-Maschine, kaufe ich mir einen Markforged oder kaufe ich mir einen Metall-3D-Drucker, kaufe ich mir einen Formlabs oder einen FDM-Prusa, kaufe ich mir eine EOS-Maschine oder eine andere Maschine im Lasersintern. Und dann machen Sie sich wahrscheinlich eine Tabelle und stellen all die Punkte gegenüber und sind dann noch viel mehr irritiert und wissen nicht, was sie machen sollen, als vorher. Und jeder Hersteller sagt natürlich, weil die Intention eines 3D-Druckherstellers für 3D-Drucker ist, natürlich 3D-Drucker zu verkaufen. Natürlich werden die Leute immer darauf eingehen und sagen, mein Gerät ist das Beste für deine Anwendung. Obwohl es vielleicht mit die Technologie mit dieser Anwendung auch kombinierbar ist, aber vielleicht nicht die beste Technologie für die Anwendung. Und da zählen dann so Punkte mit. Also ich kriege das ja selbst in der Beratung immer wieder mit, dass man dann Excel-Listen sieht, die toll ausgearbeitet sind, dass man Übersichten sieht, dass man Präsentationen sieht, die man der Geschäftsleitung vielleicht vorstellt, weil die Geschäftsleitung sagt, such mal den besten 3D-Drucker raus, dass Materialien gegenübergestellt werden, Düsendurchmesser gegenübergestellt werden, die Anzahl der Laser, dass Features mit dabei sind, die man dann bei anderen Druckern nicht findet, dass man glaubt, dieses eine Feature haben zu müssen, obwohl es überhaupt nicht zur Anwendung passt, aber derjenige das Feature einfach nur selbst cool findet, dass man glaubt, in eine bestimmte Technologie hineingehen zu müssen und danach das ganze Thema Nachbearbeitung nicht beleuchtet, weil man sagt, ja gut, das ist ja jetzt von Anfang nicht so wichtig, hat auch der Hersteller gesagt, dass es nicht so wichtig ist, der Bestandteil wird komplett vergessen und dass man nur den Gedanken hat, wie in vielleicht einer Podcast-Folge, die Sie schon gehört haben, wann 3D-Druck Sinn macht und wann 3D-Druck keinen Sinn macht, dass man sagt, gut, es muss halt günstig sein und wir dürfen den Trend nicht verschlafen, Hauptsache wir machen da jetzt mal ein bisschen was. Und ich kann Ihnen eines sagen, wenn Sie so weitermachen, wie ich es Ihnen jetzt hier ganz kurz erklärt habe, dann werden Sie in einem Jahr vielleicht ein paar Bauteile gedruckt haben, werden aber die Maschine nicht oft genug nutzen, weil Sie sagen, es ist immer so ein kompliziertes Thema für die Anwendung, die ich eigentlich jetzt im Unternehmen habe, diese Technologie dann immer so zu benutzen und dann muss ich da immer Umwege gehen und dann nutzen sie es auch nicht, weil sie sich selber davor schützen, dass das Bauteil danach halt wieder nichts wird und es wieder Stress gibt und ein lautstarkes Nein durch die Konstruktionsabteilung fliegt, weil der Kollege vielleicht sagt, was sind denn das für blöde Teile, das sind die schon wieder gebrochen oder es hat schon wieder nicht gepasst oder die Maßhaltigkeit hat nicht gepasst. Es ist etwas, man zieht einen Rattenschwanz hinter sich her und das Allerschlimmste, was auch sehr oft passiert ist, wenn man sich für eine Technologie entscheidet im Unternehmen, weil man glaubt, dafür Anwendungen zu haben und man dann im Unternehmen nochmal ganz tief nach Anwendungen suchen muss, um die eigene Technologie, die man gekauft hat, rechtzufertigen. Sie sehen jetzt,
Oder Sie haben jetzt gehört, ich habe da schon einiges erlebt. Und mir geht es einfach nur darum, Sie davor zu schützen, in eine Technologie zu investieren, die bei Ihnen nur rumsteht und wo Sie in 2 Jahren vielleicht mit dem Finger von links nach rechts an diesem Drucker entlangfahren und sich dort eine Staubschicht sozusagen bildet, als hätten Sie über Ihrem Kühlschrank 3 Jahre lang nicht Staub gewischt. Und dann denkt man sich, oh mein Gott, die Maschine steht da auch schon eine ganze Weile rum. Und dann müsste man sich mal damit beschäftigen. Und nach 3 Jahren gehen sie nicht mehr her und starten den Drucker, weil das Material vielleicht schon veraltet ist, weil sie sagen, der Mitarbeiter hat schon längst gekündigt oder ist in einem anderen Bereich. Die Geschäftsleitung sagt, da stecken wir keine Energie mehr rein. Diese Punkte, die sind alle bekannt und davor gilt es, jemanden zu schützen. Und das Schlimmste dabei ist, am Anfang Technologien miteinander zu vergleichen, die nicht zu vergleichen sind. Denn jede Technologie und jeder Hersteller bei uns auf dem Markt in der additiven Welt hat seine eigene Anwendungsgruppe und auch sein eigenes Know-how, etwas flink oder clever zu machen. Da gibt es die einen, die vielleicht sehr filigrane Bauteile machen können, dann gibt es die anderen, die machen hochfeste Bauteile, gibt es wieder andere, die sind vielleicht sehr produktiv, dann gibt es wieder andere Hersteller, die sehr flexibel arbeiten mit einem Drucker und das gilt es im Endeffekt herauszufinden. Was ist Ihr Ziel? Und um dieses Ziel zu erreichen, kommen meist nur ein oder zwei Technologien in Frage von ein oder zwei Herstellern. Und meistens sind es gar nicht die Hersteller, wo man am Anfang denkt, gut, bei dem war ich jetzt auch auf dem Messestand, sondern ganz oft ist es so, da ist man mal vorbeigelaufen und denkt sich, das hätte ich mir eigentlich vorher noch mal genauer angucken müssen, weil mit der Technologie hätten wir die Anzahl von Anwendungen im Unternehmen toll umsetzen können. Und ein weiterer Punkt, der hier noch zu tragen ist, und anzusprechen ist, ist, dass man als Unternehmer, als Geschäftsführer, als Inhaber natürlich sagt, wir schieben 100.000 Euro zur Seite, um das in 3D-Druck zu investieren. Und dann glaubt natürlich derjenige, der den Drucker auswählt, die Anwendungen findet, dass er auch 100.000 Euro investieren muss. Nur die Erfahrung aus unserer Beratung hat gezeigt, dass wenn man 100.000 Euro zur Seite legt und mit 3D-Druck beginnen möchte, es nicht 100.000 Euro sind, die investiert werden müssen, sondern allein schon ein Gerät für 15 oder für 30.000 Euro zu kaufen und ein bisschen mehr Zeit zu investieren für die Anwendungssuche, vielleicht auch noch Zeit darin, den einen oder anderen Mitarbeiter noch fit zu machen, viel mehr bringt fürs erste Level und diese Ergebnisse, die daraus erzielen, dass man dieses Investment, was man hat, sich innerhalb kürzester Zeit natürlich wieder, dass sie dieses Investment wieder rausholen, wollte ich sagen, anstatt sofort zu denken, gut, ich muss jetzt viel Geld investieren und schreibe die Maschine auf einen ganz langen Zeitraum ab und habe das Geld, also diesen Return of Investment, erst nach einer ganzen langen Zeit wieder draußen. Es sind ganz viele Denkfehler, die am Anfang da sind, die es eigentlich gilt, nicht zu machen, um viel schneller vorwärts zu kommen und das Ziel zu erreichen. Wir haben auch in einer Beratung etwas erlebt, dort wollte die ganze Firma eigentlich in Metall-3D-Druck investieren. Und die haben dann nach 2 Monaten ganz schnell gemerkt, dass Metall-3D-Druck nicht der richtige Punkt ist, wollten daran aber festhalten, haben jetzt in Kunststoff investiert, sind super zufrieden und super happy und setzen ganz tolle Anwendungen um und haben jetzt aber auch herausgefunden, dass es ein paar Anwendungen gibt für Metall-3D-Druck und dafür nutzen sie jetzt einen Dienstleister. Also den Gedanken, den man am Anfang hat, um sein Problem zu lösen, ist vielleicht der falsche Gedanke, weil man auf das falsche Problem geht, sondern das Symptom und die Ursache, die da dahinter steckt, eine ganz andere ist. Also, die Sache ist immer, was möchte ich drucken? Und dafür gibt es die richtige Maschine. Und ich bin Gott froh, und das können Sie auch sein, dass es so viele unterschiedliche Hersteller mit bestimmten Features und 3D-Druckern gibt und Technologien gibt, weil es für Sie super einfach ist, wenn man die Anwendung kennt, auf den richtigen Hersteller zuzugehen. Also dieses Matching ist einfach viel kräftiger und viel besser, wenn man in bestimmten Bereichen sich einfach mit seiner Anwendung auskennt. Und
Jetzt noch ein Punkt und das habe ich mir hier noch notiert. Wir von 3D Industrie bekommen auf LinkedIn oder per E-Mail immer wieder Nachrichten von: Herr Lutz, also wir haben jetzt auf der Messe gesehen, dieser Drucker, der ist jetzt neu herausgekommen, sollen wir in den investieren? Oder diese Technologie von dem Hersteller, dort haben wir schon ein, zwei Drucker, der hat jetzt seinen Bereich erweitert, der hat jetzt vielleicht einen größeren Bauraum oder mehr Materialien oder er hat mehr Laser oder eine bestimmte Geschwindigkeit, einfachere Bedienung, sollen wir in den Drucker investieren? Und die Frage, die ich dort zurückgebe, ist, haben Sie dafür eine Anwendung oder haben Sie keine Anwendung dafür? Wenn Sie keine Anwendung dafür haben und Sie das Ziel aber haben, die Maschine für sich selbst zu nutzen, dann hat sich die Frage schon alleine geklärt. Denn wenn Sie das Ziel haben, als Beispiel sehr flexibel zu sein in Anwendungen, macht es vielleicht Sinn, auf eine andere Technologie zu gehen oder eine Technologie mit mehr Features. Wenn Sie sagen, mit der Maschine bin ich produktiver und Sie wollen produktiver sein, was das Drucken von Teilen angeht innerhalb von kürzester Zeit, dann ist es ein Gedanke wert, darüber nachzudenken. Wenn Sie sagen, ich brauche irgendwelche anderen Features zusätzlich, dann ist es auch da gut, darüber nachzudenken. Aber am Anfang steht die Anwendung. Und wenn die Anwendung nicht passt, dann brauchen Sie auch keine Technologien vergleichen und all die nächsten Schritte im Endeffekt gar nicht gehen. Wenn Sie also jetzt davor stehen und sagen, Mensch, ich will kein Fehlinvestment machen, ich will jetzt aber auch nicht schlecht dastehen in der Geschäftsleitung und meine Mitarbeiter nutzen dann oder meine Kollegen nutzen den Drucker dann nicht und Sie wollen das prüfen lassen, dann bieten wir von 3D Industrie den Technologiecheck an und dazu tragen Sie sich einfach auf unserer Webseite auf www.3dindustrie.de zu einem kostenfreien Erstgespräch ein. Wir schauen ganz genau, wo stehen Sie, wo wollen Sie hin, was ist dafür notwendig und wir zeichnen Ihnen einen Plan auf, den Sie ja für den Beginn vielleicht selber versuchen umzusetzen oder Sie sich entscheiden dafür, dass wir in der Beratung mit Ihnen gemeinsam diese Schritte erfolgreich umsetzen, dass Sie dort auch vorwärts kommen und zum Schluss ein ganz tolles Ergebnis für Ihr Unternehmen und für Ihre Mitarbeiter und für die Kunden dasteht, was das Thema 3D-Druck angeht. Also, wenn Sie da noch eine Unsicherheit haben und Sie sagen, was mache ich da jetzt? Sie haben noch Budget übrig oder die Budgetplanung ist jetzt im neuen Jahr, dann kommen Sie auf uns zu. Wir können Ihnen dabei helfen und wir finden ganz genau heraus, ob und wie wir die nächsten Schritte dafür gestalten. In diesem Sinne, danke fürs Hören dieser Podcast-Folge und ich freue mich, wenn Sie in der nächsten Podcast-Folge wieder dabei sind.